Herzlich willkommen beim Tutorial zur Herstellung von Silage im Landwirtschaftssimulator 25. Heute zeige ich dir alles, was du über die Herstellung von Silage wissen musst. Du erfährst, welche Maschinen und Geräte du benötigst, wie du Silage produzierst und was du mit ihr machen kannst. Beginnen wir aber am Anfang. Im Baumenü findest du unter Silos die entsprechenden Fahrsilos. Ab 25.000 Euro beginnen sie und werden teurer entsprechend der Größe des Silos. Achte darauf, dass der Untergrund eben ist, da sich die Umgebung sonst verformt und du einen steilen Hang zum Fahrsilo nehmen musst. Was ist Silage und wofür wird sie benötigt? Silage ist ein durch Vergärung konserviertes Futtermittel. Sie ist Bestandteil der totalen Mischration zur Fütterung von Kühen. Außerdem kannst du sie bei der Biogasanlage verkaufen. Finanziell kannst du mit Silage eine Menge Geld verdienen. Beachte aber, dass je nach Vorhaben die Anschaffungskosten für die Geräte und Maschinen hoch sein können. Rohstoffe zur Herstellung von Silage. Silage kann aus den folgenden Materialien hergestellt werden. Gras, frisch gemäht oder gehäckselt. Dazu benötigst du einen Ladewagen mit Siliermitteltank. Und wenn du etwas Geld sparen möchtest, dann spannst du vorne an den Traktor ein Mähwerk dran und einen Sammelwagen hinten. Das geht zum Beispiel mit dem Kuhn GMD 3123F oder den Samasch KDF 341S für 13.500 bzw. 14.000 Euro. Der Sammelwagen kostet dich 30.500 Euro. Du kannst natürlich auch ein Mähwerk mit Schwadablage nehmen und danach dann das Gras einsammeln. Beim Häckselgut habe ich ein wenig ausprobiert, und zwar habe ich Mais gehäckselt auf einem Feld, was 0,74 Hektar groß ist. Dazu habe ich einmal den Zustand geprüft, wenn es erntereif ist ohne Siliermittel, und habe dort 95.584 Liter herausbekommen. Dann nochmal mit Siliermittel, dort waren es dann 101.051 Liter. Bei der Wachstumsstufe 3 war der Unterschied sehr, sehr gering. Also entsprechend könnt ihr häckseln bei der Wachstumsstufe 3 oder erntereif. Siliermittel würde ich euch definitiv empfehlen, das bringt ca. 5% mehr Ertrag. Die Palette kostet 2.990 Euro und das Siliermittel selbst ist sehr ergiebig. Beim Weizen habe ich eine Bahn mit Siliermittel beim Zustand erntereif geerntet, dort waren es 6.617 Liter, und eine Bahn ebenfalls mit Siliermittel bei der Wachstumsstufe 3, dort waren es 6.606 Liter. Also auch hier der Unterschied ist sehr, sehr gering. Methoden zur Silageproduktion. Es gibt drei Hauptmethoden. Wie bereits erwähnt, das Gras mähen und Silageballen herstellen. Das ist ideal für kleinere Mengen. Das Gras oder Häckselgut im Fahrsilo fermentieren. Das ist besonders effizient für größere Mengen. Und das Häckselgut, also Mais zum Beispiel oder Weizen, ebenfalls im Fahrsilo fermentieren. Und das ist halt eben ideal, wenn ihr schon einen großen landwirtschaftlichen Betrieb habt. Es gibt verschiedene Methoden zur Herstellung von Silage. Zum einen kannst du Gras mähen und daraus Silageballen pressen. Und natürlich kannst du das Gras dann eben auch mit einem Sammelwagen einsammeln und im Fahrsilo fermentieren. Die Feldhäcksler unterscheiden sich bei der Kapazität und dem nutzbaren Vorsatz. Eine Besonderheit stellt das LH2 von Lacotec dar. Die Maschine kann an einen Traktor angehangen werden. Das passende Schneidwerk gibt es mit dem 345 Plus von Camper direkt mit dazu. Beachte, dass du das LH2 mit dem Traktor beim Rohr anschießen musst. Der Vorsatz wird dann an der Vorderseite befestigt. Mit der Kombination kannst du allerdings kein Siliermittel verwenden. Es funktioniert auch nicht, wenn im Ladewagen Siliermittel eingefüllt ist. Daher ist die Methode für den Start bei wenig Geld eine gute Option. Im späteren Verlauf und bei großen Feldern rate ich dir allerdings zu einem Feldhäcksler. Silageballen mit Gras herstellen. Du musst das Gras entsprechend mähen und dann mit einem Schwader zu Schwaden zusammenlegen, oder du aktivierst die Schwadablage beim Mähwerk. Dann werden die Ballen gepresst und mit einem Ballenwickler entsprechend eingewickelt. Dazu gibt es entsprechende Ballenwickler im Shop. Nach einer kurzen Gärzeit entstehen dann Silageballen. Die Silageproduktion im Fahrsilo. Im Fahrsilo musst du das Gras bzw. Häckselgut verdichten. Dazu fährst du mit einem Silageschild und einer Silagewalze über das Material. Und zwar so lange, bis die Anzeige oben beim Verdichten 100% erreicht hat. Im Anschluss deckst du das Silo ab, damit der Gärungsprozess startet. Bei den Aufnahmen zum Tutorial hatte ich die Jahreszeiten aktiviert bei einem Tag pro Monat. Nach etwa 24 Stunden im Spiel war der Gärungsprozess bei 100%.
Dabei habe ich gegen 8 Uhr morgens in-game das Material im Fahrsilo abgeladen und verdichtet. Um 0 Uhr betrug der Gärungsprozess 65%. Und wie bereits erwähnt, etwa 24 Stunden in-game war der Prozess dann abgeschlossen. Die fertige Silage kannst du für TMR nutzen oder es in der Biogasanlage verkaufen. Lade dazu die Silage in einen Anhänger, etwa mit einem Frontlader, und fahre dann zur BGA. Auch wenn es bei der Entladestation so aussieht, du kannst die Silage direkt beim Container entladen. Das geht im Übrigen auch mit Silageballen. Direkt vor dem Behälter für die Silage ist ein Trigger. Dort kannst du die Ballen abstellen. Oder du wirfst sie mit einem Frontlader oben in den Behälter hinein. Und das war das Tutorial zur Herstellung von Silage im LS25. Hat dir das Video geholfen? Wenn ja, freue ich mich über ein Like. Hast du Fragen oder Anregungen? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, dein Metalizer.